Selbstbewusstsein ist so ziemlich die Grundlage von allem. Selbstbewusstsein hilft im Job, Selbstbewusstsein hilft bei der Suche nach dem richtigen Partner. Selbstbewusstsein ist eigentlich das eine der wichtigsten Sachen, die man haben kann. Und in diesem Video verrate ich dir die drei Top-Tipps, um selbstbewusster zu werden. Und der erste Tipp, um Selbstbewusstsein aufbauen zu können oder besser aufbauen zu können, ich will vielleicht mal mit der Definition von Selbstbewusstsein anfangen, weil daraus erklärt sich vieles, weil für mich ist Selbstbewusstsein vor allem die Summe vieler, vieler kleiner Erfolgserlebnisse. Und diese vielen kleinen Erfolgserlebnisse summieren sich irgendwann zu einer großen Mauer auf, die so stabil geworden ist. Das heißt, egal in was für einer Situation man ist im Leben, man weiß, man hat was Ähnliches schon tausende Male erfolgreich gemeistert und kann deshalb mit ganz, ganz viel Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen an die Aufgabe rangehen. Das heißt, das kann man am besten aufbauen, indem du dir viele solcher kleiner Erfolgserlebnisse schaffst. Fang mit kleinen Aufgaben an, löse die erfolgreich. Mach das ganz, ganz häufig und es wird irgendwann zu einem Automatismus. Je mehr du von diesen kleinen Dingen erledigt hast, dann kannst du anfangen mit mittleren Dingen und dich langsam steigern. Wichtig ist, schaffe dir viele, viele Situationen, wo du kleine, aber stetige Erfolgserlebnisse hast. Ganz, ganz wichtig. Tipp Nummer 2. Kicke alle negativen Menschen aus deinem Leben raus. Nichts reißt das eigene Selbstvertrauen so in den Keller, als wenn man Menschen in seinem Umfeld hat, die einen ewig kritisieren, die einem verändern wollen, die einem die eigenen Ideen und Träume ausreden wollen, die an allem irgendetwas zu nörgeln und zu mäkeln haben und immer sagen, du bist nicht gut genug, du bist zu klein, du bist zu groß, du bist zu dick, du bist zu dünn. Denk mal dran, du bist immer zu irgendwas für irgendwen und deshalb trenn dich von diesen Menschen, wähle deinen Inner Circle ganz, ganz bewusst aus. Das heißt natürlich auch, dass du dich statt dieser negativen Menschen mit positiven Menschen umgibst. Damit meine ich Menschen, die dich so akzeptieren, wie du bist, die dich auch mal kritisieren, klar, die dich aber grundsätzlich bedingungslos unterstützen, die dich ermutigen, die dich anspornen, zur besten Version von dir selbst zu werden. Und der dritte Tipp ist vielleicht eine Kombination aus beiden oder lässt beide Sachen besser funktionieren. Und de facto sind es eigentlich zwei Tipps in einem, aber drei Tipps hören sich irgendwie besser an als vier. Und dieser Tipp ist basiert auf Humor. Das heißt, wenn du Humor in deinen Alltag integrierst oder anders, wenn du in der Lage bist, über die Dinge zu lachen, öffnest du der Veränderung Tür und Tor. Und dieser Two-in-One-Tipp lautet: Nimm die vermeintlich leichten Dinge des Lebens sehr, sehr ernst. Egal wie klein eine Aufgabe sein mag, geh sie mit einer großen Ernsthaftigkeit an. Aber gleichzeitig sei in der Lage, über die vermeintlich dicken, schweren Brocken zu lachen. Vor allem über dich selbst. Wenn du in der Lage bist, über dich selbst zu lachen, dich selbst nicht mehr so ernst zu nehmen, dann wirst du feststellen, dass dein Selbstvertrauen, dein Selbstbewusstsein rasant durch die Decke stößt. Und in der Kombination dieser drei Tipps, also viele kleine Erfolgserlebnisse suchen, zweitens negative Menschen aus dem Leben kicken, durch ermutigende Zeitgenossen ersetzen und drittens lerne über dich und die wichtigen oder die ernsten Sachen zu lachen und nimm die kleinen, vermeintlich nicht so wichtigen Sachen, nimm die ernst und du wirst feststellen, wie du selbstbewusster wirst, wie dein Selbstvertrauen wächst und je selbstbewusster du die Dinge angehst, desto mehr Spaß macht das Leben und desto mehr Erfolg wirst du haben. Ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren.